Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Weiterhin keine Abschiebungen nach Syrien. Auch straffällig gewordene Asylbewerber könnten in keine Region des Landes zurückgeschickt werden, sagte Innenminister Seehofer dem Spiegel. Grundlage der Entscheidung sei ein Lagebericht des Auswärtigen Amts. Befragung von Verteidigungsministerin von der Leyen. Im zuständigen Bundestagsausschuss musste die Ministerin Stellung zum Einsatz externer Berater nehmen. Der Bundesrechnungshof hatte einen Verstoß gegen Vergaberichtlinien festgestellt. Im Dezember soll über die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses entschieden werden. Bundestag entscheidet abschließend über Haushalt. Die Große Koalition plant im kommenden Jahr Ausgaben von gut 356 Milliarden Euro. Mehr Geld soll es unter anderem für den Etat von Arbeits- und Sozialminister Heil geben. Neue Schulden sind nicht vorgesehen. Spanien droht mit Veto bei Brexit-Abkommen. Regierungschef Sanchez erklärte nach einem Gespräch mit der britischen Premierministerin May, die Positionen lägen noch weit auseinander. Spanien fordert ein Mitspracherecht bei allen künftigen Entscheidungen, die Gibraltar, das britische Territorium im Süden des Landes, betreffen. Höhere Gaspreise zum Jahreswechsel. Nach Angaben von Vergleichsportalen heben viele Versorger die Preise an. Am deutlichsten fallen die Erhöhungen demnach in Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Brandenburg aus. In den Stadtstaaten bleiben die Preise dagegen stabil. Das Wetter. In einigen Regionen zäher Nebel oder dichte Wolkenfelder, vor allem im Westen und in der Mitte zeitweise Sonnenschein. Höchstwerte von 0 Grad bei Dauernebel bis 11 Grad an den Alpen.